Damit ein recht herzliches Willkommen hier wieder bei uns auf unserem Kanal zu einer neuen Runde Phasmophobia. Natürlich wieder zusammen mit dem Steve. Wuhu! Die Freude ist groß. Okay, ich merke, der hat heute richtig Lust und richtig Laune. Heute haben wir die optionalen Ziele, eher gesagt. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Und hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen. Okay, das eine optionale Ziel können wir einfach nicht schaffen, weil wir haben kein Kruzifix. Dafür haben wir noch nicht genug Kohle, weil wir sind immer noch Level 1. So, was noch wichtig ist, ist natürlich der Name, und der Name ist David Anderson, und der Geist scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Das heißt, es ist genau das optimale Game für uns. Wir müssen uns leider aufteilen. So, das heißt, wir rüsten uns jetzt erstmal aus. Stevie, was hast du? Also, bis jetzt okay, bloß die Taschenlampe, ja. Tja, ich hätte hier unten jetzt noch ein Feuerzeug zu stehen, eine Kerze, und es sieht nach Salz aus, oder? Ja, das ist richtig. Für die Zuschauer da draußen, wir werden nachher noch ein kleines To-Do machen, beziehungsweise Stevie kriegt noch zwei, drei kleine Sonderaufgaben von uns gestellt. Ihr seht die Sonderaufgaben jetzt schon mal hier kurz eingeblendet. Und Steve weiß davon noch gar nichts. Und wir werden ihn ein bisschen überraschen, wenn er denn die Hauptstory erstmal überlebt. Das ist Ziel. Wir müssen erstmal den Geist wirklich entdecken und herausfinden, was das für ein Geist ist. Und wenn wir das haben und Steve noch nicht gestorben ist, dann wird er seine Special-Aufgaben noch lösen dürfen. Was nimmst du denn sonst noch gerne? Also auf jeden Fall bräuchten wir Buch, Videocam, EMF und die Box. Na dann, pass auf, dann mach ich's mal so. Was ist dir lieber? Grab ich mal die Kamera. Dann nimm du den EMF. Okay. Und ja, willst du das Radio noch nehmen, oder? Dann nehme ich noch das. Dann du aber noch einen Spot, dürftest du ja noch frei haben. Ja, dann würde ich noch die andere Kamera nehmen, dann bin ich quasi Kamera geil. Die andere Kamera mit. So, den Namen muss ich mir nochmal kurz angucken. Es ist David Anderson, den wir suchen. Bitte merke dir diesen Namen, du weißt, ich und Namen, das läuft nicht. Na, die Frage ist ja jetzt zum Beispiel auch, sieht schon wirklich wieder schön creepy hier aus, die Ecke. Also, das ist, schön ist es nicht, schön ist es wirklich nicht hier. Hier wohnt auch ein US-Mail, ja. Und jetzt ist natürlich die große Frage für mich auch an der Stelle. Für was? Für mich persönlich ist mal die große Frage irgendwie, reagiert das Spiel auf den englischen Namen? Also halt Anderson oder ja so niederländisch. Hallo Herr Anderson. Herr David Anderson bitte. Herr David Anderson bitte in Gang 3. Tomatensoße ist ausgelaufen. Einmal Reinigung, Gang 3. So zum Beispiel. Herzlich bei McDonald's. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Bitte geben Sie Ihre Bestellung ab. Ja, also ich hätte mit alle mit Löcher. So, gut. Spaß beiseite. Rinn in die Bumsbude hier. Ach du Oh nee, ich mag. Oh nee. Ich mag die Häuser nicht. Okay. Denn lass uns. Wollen wir uns aufteilen? Weil der Geist reagiert ja eigentlich nur auf einzelne Personen. Letztendlich. Ja, stimmt, du hast ja jetzt eigentlich nur. Machen. Ja, du ich kannst ja eigentlich nichts machen. Warte mal. Ich schmeiß dir mal die Box hin. Du schmeißt mir mal irgendeine Kamera hin. Weil mit der Box kannst du ja rumlaufen und dann die Frage stellen: Wo bist du? Wer bist du? Was bist du? So, mach mal, geh mal weg da, irgendwie, nimm's so auf und dann. Hab ich. Welcome to Ghost FM. So. Wie das funktioniert mit dem Gerät, ist dir bewusst, ne? Also mit hier ein paar Fragen stellen und so. Muss ich dazu irgendwas drücken oder kann im Bereich einfach das Ding in der Hand zu haben? Anhaben und einschalten. Also jetzt hast du ihn ausgeschaltet. Jetzt hast du ihn eingeschaltet. Du bist so ein weiser Mann. So, dann schau. Oh, guck mal, ich hab einen Schlüssel gefunden.
Nehmen wir mit. I found the key. Weil wir suchen jetzt ja... Oh, sorry. Wir suchen ja jetzt den Raum, wo sich ja der wunderbare Geist befindet. Also bei mir geht er hier schon in der, auf 109, 110 war er gerade. Nee, das sind die... Das sind immer die Frequenzen, die er durchgeht. Genau, und du musst eigentlich quasi durchgängig sagen, wo bist du? Wer bist du? Was bist du? Wie alt bist du? Wow, okay, wir haben hier EMF Level 5, das können wir schon mal sagen. Das heißt, der Geist ist hier irgendwo im Flur. Wo bist du? Achso, warte mal, der reagiert ja nur auf dich allein. Ohoho. Steven? Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Guck mal hier ins Badezimmer. Siehst du das dreckige Wasser? Mach mal ein Foto. Ja, mach mal ein Foto, weil du hast die Kamera davon. So, dann würde ich jetzt einfach mal die Kamera ganz keck mal hier hinstellen. Und noch anschalten müsste man sogar. Hast du die Kamera positioniert? David Anderson, bist du hier? David Anderson, bist du hier? Steven, bist du noch da? Du hörst mich wahrscheinlich nicht. Du kannst ruhig mit mir reden übers Radio, ne? Ist dir bewusst. Tue ich, kalte die ganze Zeit gedrückt, aber du hörst mich nicht. Wahrscheinlich wird der Geist gerade hier irgendwas blocken. Hörst du mich? Hör dich die ganze Zeit, Alter, aber du hörst mich nicht. Du musst Radio machen. Ich höre dich jetzt gerade nicht übers Radio. Hallo, hallo? Hörst du mich jetzt wieder? Jetzt höre ich dich, aber auch nur, weil du neben mir stehst. Du hast bis jetzt nicht übers Radio bei mir geantwortet, leider. Doch, ich habe die ganze Zeit gedrückt. Oh, jetzt hat's funktioniert. So, schreib in das Buch. Wow, okay, also wir können ins Journal. Mein Deutsch erglänzt wieder, weil ich bin gar nicht in Panik. EMF5, er hat ins Buch geschrieben, davon mache ich jetzt auch gleich nochmal ein Foto. Weil Fotos geben Punkte und am Ende Kohle. Wo haben wir denn, wo war denn nochmal das Journal? J. Klassiker. So, erster Beweis. Mit dem Buch an. Geisterbuch, ja? Shade. Also Geisterbuch und EMF Ebene 5. So, und der dritte Beweis, den haben wir noch nicht, ne? Genau, wir haben jetzt drei Geistertypen. Der erste ist ein Revenant, der zweite ist ein Shade und der dritte ist ein Oni. Jetzt können wir mal gucken, was die anderen Dinge alle hat. Also Oni ist Geisterbox, das Ding, was du hattest. Hat er dir geantwortet? Nee, ich hab's auch ausgehabt, weil ich... Ich hab's auch ausgehabt, weil ich mich zwischendurch total voll gekackt habe hier vor Angst. Weil ich dachte, der grabbt mich jetzt irgendwie. Du hast doch mal gesagt, ich soll den ruhig und klein sein. Genau, ruhig und klein, aber das siehst du dann an deiner Taschenlampe, wenn die anfängt zu flackern. Also hier das Piepen selbst, das ist es noch nicht. Erst wenn deine Taschenlampe anfängt, quasi den hier zu machen. Mal an- und ausgeht. Es war alles aus. Ohne, dass du das machst. Geh mal hier in die... hier in das Badezimmer. Nein. Mit deiner Box. Warum? Übrigens hat sich gerade die Tür so ein bisschen von alleine geschlossen, aber... Das kann gut möglich sein.
So, jetzt machen wir hier nämlich die Tür zu. Ey, du Wichser! Wir müssen die Tür zumachen, weil er reagiert doch nur alleine auf dich. Also auf einzelne Personen. So, und jetzt... Jetzt quatscht du ihn mal bitte zu in der Geisterbox, ob er dir antwortet. Muss ich das Licht dabei anhaben? Darf ich das Licht dabei anhaben? Deine Taschenlampe ja, das Raumlicht nein. David Anderson, bist du da? Er sagt den Namen. Alter, ist der kaputt? Er sagt den Namen. David Anderson, kannst du mich hören? Bist du das? Ich bin im Truck. Ich guck mir gerade das Ganze über die Caps an. Wer hat denn jetzt bitte die Tür zugemacht? Ich würde sagen, David Anderson. Das ist ja super. David Anderson, kannst du mich hören? Er sagt mir auch nichts erkannt. Ja, okay, wenn er jetzt nichts erkannt hat, dann gucke ich mal kurz ins Journal, was das noch sein könnte. Alter, er schließt dauernd die Tür auf und zu. David Anderson. Kannst du mich hören? Was ist denn das für ein dusseliger Befehl? Kannst du mich hören? Na klar kann er mich hören irgendwie, aber was? David Anderson, ist deine Schuhgröße 44? So, ich komme jetzt nochmal kurz rein, weil es könnte auch Fingerabdrücke sein, denn wäre es nämlich ein anderer Geist. Mr. Anderson. Oh! Okay, Alter, okay, ich hab mich gerade richtig verjagt. Irgendwas hat mir gerade geantwortet. Oh. Ja, der hat dir gerade im Nacken geatmet. Komm mal Alter, raus, Alter, ist das eine Gänsehaut. So, Verpissung. Du kannst ruhig die Tür öffnen. Mach das Ding auf, sofort. Ich bin raus, ich bin raus. Guck mal hier gibt's nämlich Fingerabdrücke auf der Tür. Alle klar. So, ich möchte weg. Lass uns rausgehen. Ist aber noch nicht alles. Wir haben zwar jetzt alle Sachen gefunden, um den Geist genau einzuordnen, aber du darfst ja nicht vergessen, du hast noch eine Extraaufgabe. Ich bin gerade schon gestorben. So, du nimmst jetzt bitte die Kerze. Hat er. Und jetzt gehen wir wieder ins Badezimmer, da wo er ist. Nein. Komm, bau dich. Und jetzt spielen wir ein wunderbares Spiel, Steve. Das wird jetzt gleich ganz, ganz spaßig. Kommen Sie mit. Du hörst den Alarm da immer noch, ja? Hier in. Ja, den Alarm höre ich noch, ja. Gehst du jetzt bitte hier rein, stellst dich vor den Spiegel. Nein, ist das nicht dein scheiß Ernst jetzt, oder was? Draußen. Und du sagst bitte dreimal nacheinander ganz langsam Bloody Mary. Vorm Spiegel. Mit der Kerze. Du bist ein blöder Penner, Alter. Du bist. Oh, fuck, Alter! Oh, er stand grad neben mir. Oh, nee! Doch, Mr. Anderson stand grad neben mir, Alter. Oh, okay. Bloody Mary. Okay, nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Oh, Gott sei Dank, das ist Schmiss. Ja, nichts. Mann, sag doch nochmal, Alter, wenn man Bloody Mary kommt. Ey, komm, hör auf, Alter. Ey, der Typ stand hier gerade auf dem Klo. Und er sah nicht gut aus. Ich sagte, er sah nicht gut aus. Verstehst du mich überhaupt? Ich verstehe dich. Ich stehe ja vorne der Tür. Muss ich Bloody Mary über Funk sagen? Ja, das ist vielleicht auch nochmal eine Option. Mach mal Funk und sag mal Bloody Mary dreimal. Du bist ein blöder Wichser. Bloody Mary.
okay, hier passiert nichts. Habe ich jetzt deine komische... Habe ich deine Mutprobe bestanden? Du hast die Mutprobe bestanden. Normalerweise sollte es eigentlich so sein, habe ich zumindest gehört, dass wenn du das sagst, vor dem Spiegel... Ich will raus. Dass, ich will raus. Sofort erscheint und irgendwie ein Lied dir trällert, bevor er dich umbringt. Das ist ja super, schön. Also er stand neben mir. Wahrscheinlich ist er schon durch dein Bloody Mary getriggert worden. Ah, das kann sein. Gut, aber wir haben jetzt dafür alles. Also er stand halt... Wir haben... Oh, ey. Mach den Brettsuit mir weg. Nein, nicht. Ich hab nicht alles eingetragen. Ich hab doch noch nicht alles eingetragen. Na, trag's doch jetzt schnell ein. Jetzt krieg ich keine Kohle. Ich dachte, du hast schon alle jetzt. Alter, wie kann man so schnell sich so... Oh. Alter, du hast gerade voll ewig Zeit gehabt, Alter. Ich dachte, du bist mit allem Scheiß fertig. Mann. Nein. Oh Gott. Ah, okay, ich habe aber $50 bekommen. Dafür habe ich aber die Aufgabe 1 nicht gelöst. Und zwar finden sie heraus, um welchen Geist es sich handelt. Weil ich halt es noch nicht in meinem Journal eingetragen hatte. Focused, Alter. Focused. Ah, ärgerlich, aber ist okay. Dafür bin ich Level 2. Ja, wow. Das sind wir beide jetzt. Und aber waren wir nicht letztens auch schon Level 2? Nein. Nee? Wir waren leider nur Level 1. Ach Gott, Alter. Na, das war ja gerade aufregend. Das war mir ja mal gerade aufregend. Würde ich doch sagen, das war eine schöne Folge Phasmophobia. Ja, also ich bin definitiv verstorben. Ich danke dir herzlichst dafür, Alter. Also diesmal war es wirklich heftig irgendwie. Beim letzten Mal muss ich wirklich sagen, irgendwie war das Spiel eher so... Also jetzt nicht wirklich... creepy, sondern einfach irgendwie echt lame irgendwie. Die Grafik hat mich jetzt nicht abgeholt, aber das war jetzt gerade wirklich fiesester Hirn. Ja, also das hat mich jetzt, die Folge hat mich jetzt richtig gekriegt. Ja, das freut mich, dass dir das Spiel dann eben halt doch nochmal eins ausgehöscht hat und du nicht ganz so ice cold bist, wie du bei der ersten Folge warst. Dementsprechend sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Schalte wieder ein, wenn es vielleicht wieder heißt, eine weitere Runde Phasmophobia beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Comment da und abonniert den Channel, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin erstmal reingehauen. Alles klar, macht's gut. Ciao.